Ja, jetzt erwischt ihr uns auch mal wieder unterwegs. Ja, hallo, seid gegrüßt. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Es ist nämlich so schön, so sonnig und, ja, und warm. Es ist fast schon zu warm hier. Ja, es ist wirklich warm. Mir fällt nur auf, dass eine Sache anders ist zu dem, wo wir sonst immer rausgegangen sind. Und zwar hat er sonst immer diese Mikros uns angebracht. Ja. Diesmal haben wir keine. Ob ihr uns überhaupt versteht? Leute, ich habe Kunst entdeckt. Kunst? Ja. Ich habe gedacht, ich teste jetzt mal das Mikrofon an der Kamera. Es ist ja jetzt auch nicht sehr laut. Wir sind hier so einen kleinen Seitenweg reingegangen, wo nicht so viel Action ist. Da hat doch tatsächlich jemand irgendwie eine Vase fallen lassen oder so. Und guckt euch diese ganzen bunten Partikel hier an. Ja. Und da habe ich gedacht, filmen wir mal hier und ich teste mal das Kameramikrofon. Ich finde, da könnte man ein Kunstbild draus machen. So ein Picasso oder so. Als wir das letzte Mal hier lang gegangen sind, war hier noch richtig freie Sicht. Mittlerweile stehen hier ganz viele Häuser. Seht ihr, hier sind so Punkte. Da sind so... Noch mehr Punkte. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, an das Video, in dem das Pony zu sehen war. Das stand nämlich hier. Jetzt ist keins mehr da. Nee. Und da waren auf der anderen Seite war komplett Feld, aber das sind jetzt Häuser. Oh, hier steht sogar was. Seht ihr, da kann man einiges draus machen. Mir fällt gerade ein, was ich eigentlich auch erwähnt haben wollte in dem anderen Video, dass im Moment wieder furchtbar mit Allergie zu kämpfen. Ich finde... Ich bin der kreative Kopf in unserer Beziehung. Fängt dieses Jahr schon sehr früh an mit der Allergie. Ich nehme teilweise schon 2 Tabletten am Tag und dann laufe ich so wie so ein Zombie. So. Mich machen die furchtbar müde, diese Tabletten. Ich kann vor ihm rumtanzen. Das passiert einfach. Warum darf dann ich immer die Videos schneiden und alles? Macht zu viel Arbeit. Ja, überhaupt nichts. Kann er mit dem Popo wackeln und ich... Ich habe das schon mal gehabt, dass ich so eine Tablette, da hatte ich noch andere, die waren noch stärker. Wir können ja mal eben kurz ein Outfit-Ding machen. Moment. Outfit-Ding? Habt ihr schon mal ein Outfit-Ding gesehen? Die waren so stark, dass ich mich kaum noch bewegen konnte. Ich hatte die genommen, bevor ich in die Stadt gegangen bin. Und ich musste mich an der Bushaltestelle hinsetzen, weil ich dachte, ich lege mich jetzt hier auf die Straße und schlafe. Also wir haben ja lange so ein Video nicht mehr gemacht, wo wir unsere Outfits zeigen. Wir fangen unten an. Schuhe? Die Schuhe sind von C&A. Also hier haben wir einen schönen Mantel von H&M. Also C&A hat wirklich oft gute Schuhe. Also meistens gehe ich ja bei Deichmann gucken, aber irgendwie lande ich auch sehr häufig bei C&A, weil ich finde, die haben wirklich gute Schuhe. Also ja, interessant. Hier haben wir eine Strickjacke von meiner Schwester. Ha, geschnorrt. Ja. Und die Schuhe, die Hose? Das war super interessant. Die Hose ist dann tatsächlich von C&A. Schön. Das da drunter, das Shirt, das habe ich von ihm bekommen. Wo hast du das gekauft? Ich glaube, das war bei, wie heißt das, New Yorker. New Yorker? New Yorker. Und das Hemd mit dem roten Flusen, den ich eigentlich gerade Jenny abgemacht hatte, der ist bei mir klebt, das habe ich ja von Jenny zu Weihnachten bekommen. Korrekt. Ich weiß nicht mehr, wo ich den gekauft habe. Jenny hat sich wieder super vorbereitet auf ihr. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Rock gekauft habe. Das Shirt da drunter, ich weiß gar nicht, C&A oder New Yorker, keine Ahnung. In irgendeiner kleinen Boutique, die so wirklich keinen Namen hat, irgendwie, keine Ahnung. Die Jacke war von Real, die hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Und die Tasche ist von Andrea. Ja. Mit Nieten. Mit Nieten und furchtbar nervigem Reißverschluss. Ja, das war's. Das war doch jetzt interessant, oder? Total. Ja, ihr müsst da leider immer durch. Aber ich versuche gerade die ganze Zeit in die Kamera zu gucken. Und wir laufen jetzt ein bisschen hier lang. Ja, hier an der Baustelle. Wir suchen uns gerade nämlich eine Eigentumswohnung. Wir wissen noch nicht so genau, was schwebt dir mehr vor? Dieses Graue? Ich möchte... Das Orange? Da fehlt... Ne, ist ein Holzhäuschen, also ne? Das finde ich richtig cool. Das winzige Ding da. Oh, ja, ich sehe das im Moment nicht so richtig, weil es sehr schwer uns überhaupt in den Display zu sehen, weil es blendet also alles so. Also keine Angst, es wird jetzt nicht immer so ein Klamottending geben, aber und keine nur Angst, anfragen. Jenny wird auch nicht immer in die Kamera gucken. Genau. Holzhäuschen finde ich nett. Das ist ein Holzhäuschen, tatsächlich. Das sieht aber gemütlich aus, dann so mit schönen Kaminen und so. Also macht euch keine Sorgen. Ja. Es wird auch bei ein bisschen was beim Alten bleiben. Haben wir echt näher rangezoomt? Ah, tatsächlich, deswegen bin ich nicht drauf. Achso, ja. Und dann hier dieses weiße, noble.
Ich weiß nicht. Vielleicht nimmt Jenny sich das winzige Holzhäuschen und ich suche mir hier so einen Palast. Ja, genau. Dann sind wir direkt in der Nachbarschaft. Ja. Wisst ihr eigentlich, dass ich ja total auf Kamin stehe? Und ich habe so Bock auf einen Kamin. Ich will einen Kamin. Aber in meiner kleinen Wohnung, ich habe es euch ja auch erzählt in dem Vlog, es passt einfach nichts da rein. Oh, hier kommen sogar noch mehr Häuser. Und da bauen sie gerade. Aber das dürfen wir, glaube ich, nicht filmen. Fremde Leute. Fremde Leute? Boah. Wir sind ja auch fremde Leute. Ja, wir sind total fremd. Ihr kennt uns gar nicht. Und es gibt so viele Sachen, die ich so gerne da drin hätte. Aber ich denke immer so, man sieht ja immer so Leute, die so richtig coole Häuser haben, so richtig groß und richtig super eingerichtet. Ich dachte immer, ich habe das, was die haben, bloß in klein. Soll ich mich nochmal vorstellen? Ja, stell dich mal vor. Ja, also, ich bin die Jenny. Das ist die Jenny. So, und wer sind Sie? Ich? Oh, ja, ich bin der Andreas. Ich bin hier auf dem Kanal Freilaufende Spinner die Freundin von dem Verrückten hier. Der jugendliche Freund von Jenny, der Dame an meiner Seite. Und eigentlich ist sie ja die Verrückte. Und natürlich nicht nur auf dem Kanal bin ich die Freundin, sondern auch privat. Und das auch im Real, nicht nur vor der Kamera. Und ansonsten habe ich noch meinen Kanal Jenny Wonderland. Ich habe ansonsten die Kanäle. Ich packe aus. Ansonsten habe ich auch noch meinen Kanal Jenny Jointed Joints. Filmwelt TV, Sexy Ente. Und ja. Also, wenn ihr noch nicht gesehen habt, also bitte auf diese Kanäle klicken. Entes Welt. Ich gehe mal ein Eis essen und euch freuen. Planet Petman. Mir ist ja was passiert. Ich hatte den Kanal Planet Petman und dann kam diese Scheiße da mit Google und da habe ich den versehentlich gelöscht. Die Jenny ist weg. Jenny? Naja, und noch ein paar andere Kanäle habe ich, die mir gerade gar nicht mal so einfallen. Welche Kanäle habe ich eigentlich noch? Jenny versteckt sich gerade vor den Hunden. Ihr hört den Hund vielleicht kläffen. Der ist brutal. Der ist bestimmt 30 cm hoch, ne? Wuff, wuff. Ja, wir sind geblendet von der Sonne. Und wir strahlende Schönheiten. Wir sind am Ende des Weges. Ja. Wir werden jetzt mal ein bisschen einkaufen gehen und so, ne? Haben jedenfalls mal wieder einen netten kleinen Spaziergang gemacht. Unser erster Spaziergang bei Sonnenlicht. Ja. Zelebriert es mit uns. Oder esst eine Tüte Chips jetzt und macht euch gemütlich auf der Couch. Ja. Na gut, gehen wir erstmal raus, ne? Wir sind voll raus. Wir sind total nicht mehr innen, deswegen ciao.